Folge 229 von der Webverbesserin und in der heutigen Folge sprechen wir über Sgule, ein neues Tool, das unglaublich viele Online-Unternehmer gerade benutzen und die Frage, ob Sgule als Online-Community für dich geeignet ist. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hey ho, liebe Webverbesserer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, du hast es gerade gehört, wir wollen heute über Sgule sprechen oder auch die Communities auf Sgule, denn dieses Tool ist, ja, man könnte sagen, der heiße Scheiß, der gerade aus den USA zu uns rüberschwappt. Es gibt aber auch ein paar Verwandte von Sgule, auch darüber werden wir heute sprechen. Und ich würde dir einfach ganz gerne einen kleinen Überblick geben. Was ist Sgule eigentlich? Wofür könntest du das benutzen? Was erwartet dich dort? Macht das Sinn? Macht das nicht Sinn? Vorteile, Nachteile? Und vor allen Dingen eine Entscheidungshilfe. Macht Sgule für dich Sinn? Weil ich jetzt immer mehr danach gefragt werde. Ja, und du kennst mich. Ich habe meine ganz eigene Meinung zu dem Tool. Also was ist Sgule? Es ist eine Plattform für Online-Communities. Also sprich, du musst auf Sgule.com gehen und dir dort unabhängig, ob dich dort jemand jetzt einlädt in seine Online-Community, registrieren. Also du hast einen Account bei Sgule. Du bist dann sozusagen Mitglied bei denen und dann hast du Zugriff auf ganz viele und ganz unterschiedliche Communities, weil dort momentan vornehmlich ja, Solopreneure, Online-Entrepreneure sind mit ihren Communities und die das eben für unterschiedliche Dinge einsetzen. Und das war auch die Idee des Gründers Sam Oven. Der hat also diese Plattform gegründet, damit Menschen dort eine Community pflegen und erweitern können, ohne eben nochmal zusätzlich ganz viele Tools kaufen zu müssen. Und ja, das ist tatsächlich etwas, was Sgule auszeichnet. Wenn du also dich dort registrierst und einer Community beitrittst, dann kannst du dir das so vorstellen, dass du dort drei Reiter in einer Community hast und die unterteilen sich nach Klassenzimmer, Community und Kalender. Also sprich, es gibt drei Elemente, drei Menüelemente. Unter Klassenzimmer finden wir die Möglichkeit, dass wir unserer Community ja, Inhalte, Kursinhalte, Freebies, Videos zur Verfügung stellen, die sie konsumieren können, kommentieren, liken können. Dann gibt es die Community, das ist eine Art Forum, was man mit seiner Community pflegt und ja, Termine, die man sozusagen gemeinsam festlegen kann, dass man sagen kann, dann und dann sprechen wir über das und das. Also um hier einfach so ein bisschen mehr Aktivität reinzubringen. Und überhaupt Aktivität und Interaktion, das ist schon das, wofür Sgule extrem steht. Denn die haben ganz viele weitere Funktionen dort. Unter anderem vor allen Dingen viele Gamification-Elemente. Gamification ist also nichts anderes, ne, als bei Computerspielen. Verschiedene Elemente, wie Leute eben mehr Spaß haben sollen und wie sie belohnt werden, wo das Belohnungssystem angereizt werden soll. Das heißt, du kannst für verschiedene Beiträge Punkte sammeln. Mit jedem Punkt kannst du in ein Level kommen. Es gibt Bestenlisten, die dort gepflegt werden, Edelsteine, die man sammeln kann. Also du wirst belohnt, viel und aktiv auf Sgule unterwegs zu sein. Es gibt Chatfunktionen für Direktmessages, es gibt Benachrichtigungsoptionen, wo man zum Beispiel sagen kann, hey, bei uns in der Community, zum Beispiel zum Thema Podcasten, ist diese Woche über Folgendes gesprochen worden. Also in einer Community kann jeder eine Art Beitrag veröffentlichen, wirklich wie in einem Forum. Und am Ende kommt per E-Mail eben so eine Zusammenfassung, worüber hat die Community diese Woche besonders viel gesprochen. Na, also es gibt eine Verbindung zu deinem Postfach. Du kannst Benutzerprofile, die werden dort angelegt, wo man genau sieht, wie aktiv ist jemand, wo schreibt der Beiträge, welchen Communities gehört er an, wo er so eine kleine Bio hat. Es gibt auf Sgule eine Suche, wo du natürlich nach Beiträgen, Kommentaren, Kursinhalten, Mitgliedern suchen kannst. Es gibt diverse Möglichkeiten,
School mit E-Mail zu verbinden, also sprich Beiträge an Mitglieder der Gruppe zu versenden und diverse Einstellungen, Regeln, Kategorien, Links und Co. Also im Grunde siehst du, du hast diverse Einsatzmöglichkeiten. Dafür steht School. Das, was ich am Ende sehe, ist eigentlich, wenn man so will, 2 bis 3 Hauptfunktionen. Das, was ich im Moment vor allen Dingen beobachte, ist, dass ganz, ganz viele ihre Community auf School locken. Ja, zum Beispiel sagen, hey, im Kursbereich befinden sich 3, 4, 5 Freebies zum Thema X. Das ist sozusagen im Kursbereich von School. Und danach bist du Teil einer Community und sollst dich eben zu diesem Thema austauschen. Also im Grunde wie so eine Art Facebook-Gruppe früher, nur dass es jetzt eben auf School und nicht auf Facebook stattfindet. Klar, Communities könntest du jetzt auch nutzen für Support-Foren beispielsweise, finde ich gar nicht so übel, für Masterminds und Co. Und ich beobachte, dass es sehr, sehr viele gibt, die dort jetzt ihre Online-Kurse ablegen, die also zum Beispiel Elopage den Rücken kehren, einfach aufgrund von Preiserhöhungen in der letzten Zeit und halt hingehen und sagen, ich mache das jetzt alles auf School. Und die legen ihre Online-Kurse dort ab. Und School bietet auch Club-Modell-Möglichkeiten an. Also du kannst halt auch sagen, nö, es gibt monatlich neue Inhalte im Klassenzimmer, es gibt einen Austausch und dafür zahlst du monatlich Summe X. Also du siehst, das macht School vielleicht auch für viele so unübersichtlich, dass es eben so viele Einsatzmöglichkeiten gibt. Und du kannst für dich entscheiden, was willst du. Also du kannst mehrere Communities hier pflegen. Du kannst halt sagen, das eine ist meine Community, die ist kostenlos. Nur eben zum Community-Building, um die Leute auf Podcasten zum Beispiel hinzuführen. Und das andere sind eben die, die wirklich was bei mir kaufen oder dauerhaft eben Mitglied sind. So. Jetzt siehst du, School hat viele Vor- und Nachteile. Die habe ich mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Interessant ist natürlich, dass man bei School ja diverse Communities hat und genau wie Facebook uns verschiedene Beiträge zu verschiedenen Themen einblendet, die uns interessieren könnten, tut das School natürlich auch. Also das heißt, hier werden auch weitere andere Communities eingeblendet und das ist auch was, worauf viele Online-Entrepreneure sich gerade stürzen, dass sie halt sagen, ja, das ist doch super, man kann immer mehr seine Reichweite aufbauen. Das schließe ich auch nicht aus, dass man darüber neue Interessenten findet, die also in der Suche Dinge eingeben, die sie interessiert und dann deine Community finden. School kostet 99 Euro im Monat. Das ist für Einsteiger, würde ich sagen, schon eine ganz schöne Ansage. Wenn ich mir aber die gesamten Funktionen angucke, sind wir in einem gesunden Mittelfeld bei all den Funktionalitäten, die man hat tatsächlich. Es ist jetzt aber auch nicht gerade das günstigste Tool, wenn es zum Beispiel um das Darstellen von Online-Kursen geht. Aber du hast eben einen externen Dienstleister, der sich um alles Mögliche kümmert. Das hat Vor- wie Nachteile. Nachteile kommen wir ja noch. Ich sage jetzt erstmal, der Vorteil ist, du hast wirklich viele Funktionen. Es ist stabil. Du hast wahnsinnig viele Interaktionsmöglichkeiten, die Gamification-Möglichkeiten. Das musst du alles nicht selber anlegen und hosten. Das ist klasse. Und natürlich freut sich School aktuell über so einen aktuellen Hype. Also ganz, ganz, ganz viele gehen jetzt aus School, rennen dahin und sagen, yay. Und dadurch wird die Community insgesamt größer und du hast eine Chance gefunden zu werden. Okay. Jetzt hast du vielleicht schon beim Wort Hype gemerkt, oh, die Mira, die steht nicht so auf Trends. Ja, ich mag tatsächlich nicht unbedingt Trends ganz gerne und ich sehe durchaus auch einige Nachteile bei dem Tool. Und das eine ist, dass es eben ein externes Tool ist, auf dem du deine Menschen, also deine Community hinbringst. Also, dass du ja dazu beiträgst, dass es eine Art Sammelpyramide wird für Menschen. Und klar, du profitierst zum einen davon, du gibst aber eben auch was rein. Und es ist natürlich auch möglich, dass da Leute, wenn sie in deiner Podcast-Community drin sind, Podcast eingeben und auf Konkurrenten beispielsweise stoßen. Und ich muss schon sagen, dass bei wesentlichen Funktionen von Tools, die ich brauche, bei wesentlichen Funktionen meine ich Sammeln einer Community, E-Mail-Adressen oder eben auch Kurse oder Produkte anlegen, dann mag ich keine Abhängigkeiten. Und das sehe ich hier als einen großen Nachteil von School. Du bist wirklich abhängig. Du bist abhängig davon, wie School in den nächsten Jahren die Preise eventuell verändert, die Umstände verändert, da bist du wirklich aus meiner Sichtweise ein bisschen gefangen.
Das ist besonders tragisch, wenn du jetzt zum Beispiel all deine Online-Kurse und Materialien dort sammelst. Das ist ja wahnsinnig viel Aufwand und dann bist du dort und es ist gar nicht so leicht, dort wegzukommen. Also die werden es dir jetzt nicht leicht machen im Sinne von, ja klar, downloade deine Videos hier wieder und speichere sie ab. Das sind eben die großen Probleme, die ich bei Abhängigkeiten sehe. Und dann gibt es für mich so zwei Dinge, die ich sehr, sehr kritisch betrachte. Zum einen ist Google aus den USA und die Amerikaner sehen das mit der DSGVO nicht ganz so streng. Und interessant fand ich, wenn du Google, also als Schlagwort, googelst, gemeinsam mit einem Namen, von dem du vielleicht weißt, dass derjenige bei Google ist, dann hast du ein öffentliches Profil von demjenigen und dieses Profil könnte wie eine Art Akquise-Tool genutzt werden. In dem Profil sehe ich nämlich auf Tagesbasis genau, wie aktiv jemand gewesen ist. Das ist so ein Raster aus verschiedenen Kästchen, grüne Kästchen. Wenn es so leicht hellgrün ist, dann war er an dem Tag nicht ganz so aktiv. Dunkelgrün sehe ich, er war sehr aktiv. Also hier kann ich schon ablesen, wann kann mein Hauptkonkurrent besonders viel mit seiner Community sich auseinandersetzen? Wann lohnt sich das offensichtlich? Also wann sind Zeiten, wenn jemand sehr aktiv ist? Daraus kann ich ein bisschen was rauslesen zum Thema Zielgruppe. Dann kann ich mir angucken, welches Level er hat bei der Gamification. Also wie aktiv ist der hier sozusagen unterwegs? Wem folgt er? Beziehungsweise wer folgt ihm? Ich kriege Namen und Profile eingeblendet. Und das ist wirklich wie eine Akquiseliste. Ich kann mir angucken, in welchen Gruppen er Mitglied ist. Naja, und somit kann ich natürlich auch rausfinden, wo bildet sich zum Beispiel mein Mentor weiter. Das ist natürlich interessant. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch Menschen, ich gehöre auch durchaus dazu, dass ich sage, ja, dann gucke ich mir doch mal den Mentor an. Und dann ist eben auch so eine Frage, will ich das? Also will ich auch zum Teil, dass man sieht, was ich zum Beispiel in öffentlichen Communities gepostet habe. Die einen würden jetzt sagen, ja, das ist klasse, weil jemand mich über mein Profil und meine Beiträge eben genau kennenlernen kann. Auf der anderen Seite birgt es eben auch Gefahren, weil ich immer sage über eine Nachricht ist ungenau an vielen Stellen. Es können Missverständnisse entstehen und das sind einfach Nachteile, die ich sehe. So, und jetzt kann es sein, dass du so vielleicht zwiegespalten gerade bist und sagst, ja, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Und deswegen habe ich hier so eine kleine Entscheidungsliste für dich mitgebracht. Also zum einen wäre für mich jetzt von ganz großer Relevanz, welche Ziele hast du denn? Ich weiß, das ist eine Frage, die man nicht gerne hört, aber es macht super viel Sinn, sich mit den eigenen Zielen zu beschäftigen. Also was ist deine Strategie? Hast du vielleicht schon ein Tool, wo bisher deine Community gewesen ist, willst du wirklich dich abhängig machen? Und denke auch immer daran, also es gibt natürlich viele, die jetzt auf Google aufspringen, weil sie sagen, das ist der neue Trend, da muss man sein, wenn man modern wirken will. Und ich sage, nee, musst du nicht, weil es auch eventuell wirken kann wie, ja, du machst eben jeden Kram mal kurzzeitig mit. Ich verlinke dir nochmal meine Lieblingspodcast-Folge Taktik versus Strategien. Es kann halt sein, dass Google einen Hauptkonkurrenten in ein paar Monaten hat. Naja, und die dann da alle hinrennen, okay? Und es ist einfach die Frage, wie viel Zeit, Energie, Content und so weiter willst du da jetzt investieren? Das wäre für mich die Frage 2. Wie viel kannst du investieren? Wie viel willst du investieren? Und die Frage ist natürlich auch gerade bei diesen öffentlichen Communities, ich weiß, dass viele auch so ihre Themen damit haben, weil dir natürlich auch klar sein muss, es kann sein, dass die Community völlig unabhängig von dir wird. Die kommt rein, die kennen dich nicht als Experte, sondern die sind reingekommen über das Stichwort Podcast. Und dann kann es sein, wenn du das nicht ordentlich pflegst, dass die Community über deinen Kopf hinweg quasi sich austauscht, Fragen stellt, Antworten gibt und dass du vielleicht auch so ein bisschen schwimmst dann mit, was mache ich kostenpflichtig, was mache ich kostenlos. Und da sind wir wieder bei Strategie versus Taktik. Du willst ja das nicht als Freizeitaktivität machen, sondern du willst ja unternehmerische Ziele damit erreichen. Also was ist dein Ziel und wie stellst du sicher, dass du diese Ziele erreichst? Nummer 3 ist, sind deine Kunden überhaupt Google-Typen?
Also sind das Kunden, die sich auch schnell für neue Plattformen begeistern? Sind das Nerds, die sagen, ja cool, neue Plattform mag ich total gerne? Sind das Menschen, die den Austausch mögen? Sind das Menschen, die das schätzen, dass sie einmal die Woche so eine Zusammenfassung von so einer Plattform kriegen? Mögen die den Austausch untereinander oder sagen die, pass auf, ich mag lieber Zeit sparen und nur von dir als Experte Informationen bekommen? Und natürlich darfst du für dich auch bei der Entscheidungshilfe auch gern mal mit anderen Tools so ein bisschen den Abgleich machen. Also Facebook ist nach wie vor eine Community, wo jeder schon ist, wo ich mich nicht extra registrieren muss. Und Facebook-Gruppen sind jetzt nicht unbedingt out, weil in der Facebook-Nutzung habe ich sie mit drin. WhatsApp-Gruppen sind absolut im Kommen, werden immer mehr professionalisiert. Und natürlich hat auch School Konkurrenten. Beispielsweise beobachte ich bei vielen US-Amerikanern, dass sie Circle benutzen, was eine School-Alternative ist. Wenn du für dich so ein bisschen die Entscheidung treffen willst, würde ich dir halt auch raten, selbst als Verbraucher dort zu sein und dir erstmal School anzugucken. Ja, was halte ich persönlich von School? Bin ich dort? Will ich dort sein? Bin ich es nicht? Also, ich persönlich bin dort als Verbraucher in der einen oder anderen Community unterwegs, habe mir das natürlich mal angeschaut. Ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil School ja auch gerne als die Alternative, das nächste Ding nach Social Media verkauft wird. Und das ist natürlich auch wieder ein brutales Marketing, wo man in den Schmerz des Kunden reingegangen ist, weil viele haben natürlich die Nase voll davon, ne? Social Media zu machen, Content zu produzieren, abhängig sein vom Algorithmus. Und ich musste immer so ein bisschen drüber lächeln, weil ich das Tool anders betrachte. Wenn ich mir anschaue, dass auf School Gamification und Interaktionen im Vordergrund stehen, dann bedeutet das eine Menge Aufwand. Also ich komme quasi vom Regen in die Traufe. Ja, mag sein, dass ich dann mein Instagram und Co. nicht mehr mit Content bepflegen muss, aber ich muss dann eben auf School viele Beiträge erstellen oder eben auch beantworten. Und dann gibt's natürlich auch welche, die sagen, ja, du kannst über die Leaderboard-Listen von Foren gefunden werden, du hilfst anderen und bist damit als Experte sichtbar. Ach, weiß ich nicht, Digga, sagt die Jugend heutzutage. Ich sehe das eher so, ja, natürlich kann es sein, dass ich bei so einer Leaderboard-Liste mir anschaue, wer ist besonders aktiv. Es kann sein, dass ich bei dem aufs Profil gehe. Es kann sein, dass ich mir angucke, was antwortet der so. Aber ist das jetzt wirklich die Strategie zum Glück, dass ich sage, oh ja, denjenigen werde ich zum Kunden gewinnen. Ich meine, es ist einfach, es bleibt alles auf School. Und ich glaube schon, dass es verdammt schwierig wird, denjenigen ernsthaft auf deine Website zu bringen, zu deinen Freebies zu bringen, in deine E-Mail-Liste zu bringen. Und ich muss auch ein bisschen darüber lachen, wenn School sagt, oh, entkomme dem Druck, permanent Content zu kreieren, weil ich sehe den Druck woanders. Ich sehe den Druck da, dass du permanent auf Beiträge antworten musst. Menschen, die miteinander auch nicht immer klarkommen. Also es wird hier gegebenenfalls auch untereinander hitzige Diskussionen geben, die du vielleicht mit moderieren musst. Konkurrenten, die sich einschleusen. Und umgekehrt, das ist auch was, worüber viele Online-Entrepreneure gar nicht nachdenken. Viele denken so, es wird automatisch eine Kommunikation entstehen. Nö. Du darfst dir natürlich auch Gedanken machen, wie fördere ich überhaupt eine Interaktion? Wie viele Foren, wie viele Facebook-Gruppen gibt es, wo einfach tote Hose ist, wo gar nichts passiert? Und natürlich darfst du dir auch sicher sein, dass auch School seine eigenen Algorithmen verändern wird. Also über Auszeichnungen, Punkte und so weiter. Wenn du die gewinnen willst, dann musst du halt eine Menge tun. Für mich ist aber eigentlich das ganz Wesentliche bei der Entscheidung, auf zwei Punkte auszumachen. Nummer eins, der Return on Invest. $99 im Monat ist viel Geld, wenn ich kein klares Konzept habe. Sorry, not sorry. Wenn ich dieses Geld erstmal nicht habe, nicht ausgeben kann, nicht ausgeben will, dann sehe ich das eher bei Facebook, ich sehe das eher bei WhatsApp, weil das sind kostenlose Tools, die du benutzen kannst. Und um aus diesen $99 im Monat einen Return on Invest zu bekommen, also ein Zurückkommen deines Geldes, dass sich das wirklich lohnt, so ein Investment, musst du ein klares Konzept haben, wie du aus School-Mitgliedern wirklich Kunden machst. Und Nummer zwei, du weißt, ich bin der große, große Fan von den eigenen E-Mail-Listen und von der Unabhängigkeit. Das, was ich an School wirklich kritisiere, ist, dass die die Kundendaten abfassen. Die haben die E-Mail-Adressen, die haben die Macht. Und das heißt, wenn School übermorgen was verändert, bist du wirklich in der Abhängigkeit. Ich kann dir einfach nur raten,
immer deine eigenen richtigen guten Strategien zu haben und deine eigenen Kontakte in Form von E-Mail-Listen und das zu pflegen. Und damit ist halt einfach die Frage, wie beschäftigt möchtest du sein? Wenn ich das für mich abgleiche, dann glaube ich, dass ich, wenn ich einmal im Monat ein richtig gutes Community-Webinar gebe, deutlich mehr davon habe. Weil ich ganz extern auf großen Plattformen dafür Werbung machen kann, intern Werbung machen kann, warme Kontakte aufwärmen bzw. sogar direkt zum Kauf bringen kann. Und mit einer Aktivität sowohl meine E-Mail-Liste fülle, als auch wirklich ein klares Konzept habe, wie ich verkaufe. Und deswegen werde ich keine School-Community aufmachen. Das ist mein Fazit. Es tut mir leid, wenn du traurig bist. Es wird keine School-Plattform für Webinare von mir geben. Es gibt andere Wege, mit mir zusammen zu sein. Du kannst diesem Podcast folgen, du kannst meinem Newsletter folgen, du kannst in meinen Social Medias hinterher sein und natürlich kannst du mit mir persönlich arbeiten, weil das ist aus meiner Sichtweise der größte Return on Invest. Meine Kunden, da sorge ich für, bekommen ihr Investment sehr, sehr schnell wieder zurück, weil es mir wichtig ist, Strategien zu haben, die sie sofort ins Geld bringen. Das heißt, wenn du mit mir arbeiten möchtest, empfehle ich dir vor allen Dingen das Mentoring. Das ist zu finden unter webverbesseren.de/mentoring. Da kannst du dir auch mal Kundenstimmen angucken von Leuten, die erzählt haben, wie das mit mir gewesen ist zu arbeiten. Und wenn das interessant ist, dann füll dort den Fragebogen aus und ich melde mich bei dir. So, und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Nachdenken und Überlegen, ob School für dich jetzt passend ist. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.